Es ist irgendwie klar, dass wenn man eine irrationale Zahl wie die Wurzel 2 durch 2 teilt, dass es wieder irrational ist. Genauso, wenn ich es durch 3 teile und so weiter. Also sowas kann man auch beweisen über Widerspruch, aber das ist an der Stelle eher weniger interessant. Interessanter ist, was passiert eigentlich, wenn ich eine rationale Zahl mit einer irrationalen Zahl addiere? Kommt dann wieder eine rationale Zahl raus oder eine irrationale Zahl? Also wenn man die beiden mal in den Taschenrechner eingibt, dann wird man feststellen, dass die in dem Intervall von 0 bis 1 beheimatet sind. Nehmen wir ruhig mal die Wurzel 2, 2 raus. Also die und die natürlich lebt da drin, aber wir arbeiten jetzt mit dieser irrationalen Zahl. Ja gut, wie bringe ich dann diese irrationale Zahl, natürlich nehmen wir in ihrer ursprünglichen Form, in ein anderes Intervall, zum Beispiel 5 halbe und 7 halbe. Ja? Also der Abstand ist ja immer noch der gleiche, also 5 halbe und 7 halbe. Also ich habe hier 2,5 und 3,5 ist immer noch der Abstand 1, wie hier. Das ist ja wichtig, ja, dass die ganze Sache funktioniert. Ich brauche gleiche Abstände. Also müsste ich ja nach Adam Riese, wenn ich hier eine irrationale Zahl drin haben will, einfach 5 halbe plus ja, Wurzel 2 durch 2 rechnen. Ja? Und dieses Element müsste eine irrationale Zahl sein oder eine rationale Zahl. Das ist hier die Frage. Eine Funktion anzugeben, die hier das erfüllt, also die mir praktisch meine Grenze 0 auf die Intervallgrenze 5 halbe und meine Grenze 1 auf die Intervallgrenze 7 halbe abbildet, die ist einfach zu finden. Das ist einfach die Funktion f von x gleich b minus a. Natürlich ein Intervall gemeint mit der Länge 1. Ja? Also wäre jetzt hier b mein 7 halbe und a mein 5 halbe mal x plus a. Das ist die Funktion, denn die bildet meine Intervallgrenze f, also die Intervallgrenze 0 von dem Intervall auf mein a ab. Ja? Wir halten es ja hier allgemein, ja, für jedes Intervall der Länge 1. Also hier die 0 einsetzen für x, dann fällt der komplette Term hier weg und ich habe a, ja. Also 0 wird auf a abgebildet. So, genauso gut wird f von 1 auf, naja, b minus a, also für x hier die 1 einsetzen, dann bleibt b minus a über und dann plus a. Ja, die beiden a's heben sich auf und meine Intervallgrenze b bleibt über. Also die Funktion erledigt den Job. Also die bildet auf b ab. Ja, hier ist meine, allgemein haben wir es ja oben auf die Funktion bezogen ab. Okay. So, das ist aber jetzt nicht so interessant. Die Funktion hier, das ist hier interessant. Was kommt hier raus? Und das können wir doch jetzt mal versuchen zu beweisen. Die Behauptung ist, dass für eine rationale Zahl, also einen Bruch, eine Zahl, die ich im Bruch darstellen kann, und eine irrationale Zahl, x, stets gilt, q durch b plus x ist z und dieses z ist irrational. So, das ist die Behauptung. Ja gut, Beweis. Annahme. Wir führen den Beweis durch Widerspruch. Sei q durch p Element aus den rationalen Zahlen und x irrational. Ja, das kann man sauber hinschreiben. X irrational. Ja, dann gilt oder dann soll gelten. Q durch P plus X, also dieses Element Z, soll aus Q sein. Also ich kann schreiben als Bruch E durch F. Also das ist unsere Annahme. Also das ist der Satz, den ich beweisen will. Ja? Z, also das Ergebnis soll ja irrational sein, aber ich nehme an, dass Z rational ist. Okay, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Also natürlich mit den Parametern hier Q, P, E, F. Ja, wir sind in den rationalen Zahlenraum. Alle aus den ganzen Zahlen. Ja.
So sind ja die rationalen Zahlen schlussendlich definiert. Also, dann gilt aber auch, dass aus dieser Beziehung hier Q durch P plus X gleich E durch F, also aus unserer Annahme folgt, dass X gleich E durch F minus Q durch P ist, also dieses Element. Ja gut, aber das kann ich auf Bruch schreiben. Das ist einfach jetzt Bruchrechnung. Ja, und dieses Element ist ja ein Bruch. Das ist ja rational. Also das ist aber ein Widerspruch zu unserer Annahme, nämlich, dass x irrational ist. Ja? Und aus dem Widerspruch folgt natürlich die Behauptung. Q durch p plus x gleich z muss irrational sein. QED. So, also, jetzt haben wir festgestellt, dass praktisch auf unser Beispiel bezogen, dass hier dieses Element irrational ist und nicht rational. Also, das Element ist eine irrationale Zahl. Ja? Okay, und mit der Funktion kann ich ja auch irrationale Zahlen in jedes Intervall befördern. Ja? Das ist logisch, aber Voraussetzung Intervallbreite 1. Gut, dann haben wir mal gezeigt, dass die Addition von einer rationalen, irrationalen Zahl immer irrational ist. Und ja, das ist ein wichtiger Satz, den können wir dann vielleicht für die Zukunft verwenden. Dann beende ich dieses Video.